hören Sie nun unter anderem Siegfried Wischnewski, Rolf Becker, Melanie de Graaf und Christine Davies in unserem Kriminalhörspiel Das Blutbad von Marne la Coquette von Jean Châtenay. Sie müssen zugeben, mein lieber Lancelot, für einen Sonntag sind wir ganz schön eingedeckt. Lassen Sie die drei Toten ins Gerichtsmedizinische Institut überführen, sobald die Fotografen fertig sind. Ich möchte Gutachten vom ballistischen Sachverständigen und vom Gerichtsarzt haben. Und zwar so schnell wie möglich. Selbstverständlich, Chef. Drei Kugeln haben wir inzwischen entdeckt. Eine in der Sofalehne, da wo der Besitzer dieser hübschen Villa saß, als er erschossen wurde. Und in der Wand über der Treppe die zweite, durch die ist die Kleine ums Leben gekommen. Die dritte steckt dem Mann, der in der Diele auf der Schwelle liegt, im Schädel. Was sind das für Kugeln, die Sie gefunden haben? Auf den ersten Blick scheinen sie alle aus der gleichen Kanone zu stammen. Kaliber 7,65. Das reinste Blutbad. Ich habe auch den Eindruck. Der erste Schuss galt dem Mann auf dem Sofa. Der zweite war für die Kleine bestimmt, die reingelaufen kam, als sie den ersten Schuss hörte. Und der dritte traf den Gast. Ach, übrigens, eine Dame von gegenüber steht draußen. Sie möchte gern wissen, was los ist. Wollen Sie mit ihr sprechen? Ja, aber führen Sie die Dame durch den Hintereingang rein, damit sie das hier nicht zu sehen bekommt. In Ordnung, Chef. Hier sind die Papiere darauf. Ja, danke. Willi Schmidt, Modeschöpfer. Pierre Boursenac, Geschäftsführer. Marie Maupertuis, genannt Caroline Bell, geborene Dufour, Schauspielerin. Geboren am 20. Januar 1946. Das arme Ding. Kommen Sie bitte. Ja. Hier. Danke. Sind Sie der Kriminalkommissar? Ja, Kommissar Geoffroy. Nehmen Sie bitte Platz, Madame. Danke. Ich bin Eleonore Dufresne, die Malerin. Ich habe voriges Jahr in der Galerie Médicis ausgestellt, in Honfleur. Und Sie wohnen gegenüber von Monsieur... wie heißt er doch gleich? Schmidt. Willi Schmidt, nicht wahr? Ja, gerade gegenüber von seiner Villa hier. Was ist denn passiert? Monsieur Schmidt ist ermordet worden. Mein Gott. Ja. Nun ja, diese Ecke von Marne la Coquette ist sehr einsam. Polizisten lassen sich kaum hier blicken. Sie sehen, wohin das führt, Herr Kommissar. Madame Dufresne, das Verbrechen in diesem Hause wurde von einem unserer Wachtmeister entdeckt, der heute in aller Frühe seine Runde machte. Und wir haben Sonntag. Sie sehen, die Polizei ist also doch auf ihrem Posten. Kennen Sie die Dame, der dieser Pass hier gehört? Caroline Bell? Natürlich. Das ist die Freundin von Monsieur Schmidt. Sie ist gestern Nachmittag mit ihm zusammen hergekommen. Mhm. Ich stand zufällig am Fenster. Um welche Zeit? Ja, so gegen 5. Das Licht ließ bereits nach. Ich hatte gerade mit der Arbeit aufgehört. Meine Malerei ist nämlich sehr männlich, müsst ihr wissen. Ah ja. Ich mache Sonne. Viel Sonne. Was ist mit der jungen Dame? Sie ist auch ermordet worden. Nein. Vermutlich, als sie auf den ersten Schuss hin Monsieur Schmidt zu Hilfe kommen wollte. Das ist ja grauenvoll. Kennen Sie diesen Herrn hier? Boursenac? Pierre? Mhm. Nein, leider nicht. Haben Sie ihn irgendwann mal in Gesellschaft von Monsieur Schmidt gesehen? Nein, nie. Schließlich beobachte ich die Villa von Monsieur Schmidt nicht Tag und Nacht. Ich kenne nicht alle seine Bekannten. Natürlich, natürlich. Was für ein Mann ist Willi Schmidt Ihrer Meinung nach gewesen? Naja, Sie kennen ja den Beruf, den er ausgeübt hat. Er war ein Pop-Modenschöpfer. Schon bezeichnend für seine Seriosität. Aber die Menschheit muss wirklich sehr dumm sein, denn er verdiente viel Geld damit. Und dann die Partys, die er immer gab. Ich sage nur Babylon, Herr Kommissar, Babylon. War Caroline Bell bei diesen Partys auch anwesend? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie war jedenfalls die Freundin von Monsieur Schmidt. Sicher auch ein bisschen seine Frau. Ich finde das passende Wort nicht. Seine ständige Begleiterin. Ja, ganz recht. Sie war doch aber mit einem gewissen Maupertuis verheiratet, der in Perreux wohnt. So? Ja. Ja, das ist nicht bekannt. Aber dieser Boursenac, dem dieser Pass hier gehört, wer ist denn das? Wer war das, sollten Sie sagen? Wie bitte? Wir haben ihn an der Haustür gefunden mit einer Kugel zwischen den Augen. Aber das ist ja der reinste Massenmord. Haben Sie denn von all dem nichts gehört heute Nacht? Nein, gar nichts. Aber es sind 3 Revolverschüsse gefallen. Wissen Sie, hier ging es oft sehr laut her.
Selbst wenn ich drei Revolverschüsse gehört hätte, würde mich das nicht weiter aufgeregt haben. Aber ich schwöre Ihnen, Herr Kommissar, ich habe absolut nichts gehört. Dabei habe ich einen leichten Schlaf. Das Drama muss sich gegen 1 Uhr abgespielt haben. Ja, um diese Zeit schläft man tiefer als gewöhnlich. Den Wagen von Monsieur Boursenac haben wir gegen Morgen vor diesem Haus gefunden, unvorschriftsmäßig geparkt. Dadurch wurde der Polizist überhaupt erst stutzig. Die Scheinwerfer waren noch eingeschaltet. Monsieur Boursenac muss die Schüsse gehört haben. Er hat wahrscheinlich gestoppt, ist ins Haus gelaufen, dem Mörder in die Arme gerannt und prompt von ihm abgeknallt worden. Was für eine Tragödie. Aber es war auch sehr leichtsinnig von dem armen Kerl, ohne jede Vorsicht hier einzudringen, nachdem er 2 Revolverschüsse gehört hatte. Das ist wahr, das war Leichtsinn, tödlicher Leichtsinn. Ja, ich danke Ihnen, Madame Dufray. Sie können bitte nach Hause gehen, aber bitte verlassen Sie die Stadt nicht, ohne uns zu informieren. Wir müssen Ihre Zeugenaussage noch protokollieren. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen, Madame Dufray. Lancelot? Ja, Chef. Was hat sie gesagt? Dass sie nichts gesehen und gehört hat. Das ist nicht viel. Sie sagen es. Die kleine Caroline Bell hieß, wie aus ihren Papieren hervorgeht, in Wirklichkeit Marie Maupertis und wohnte in Perreux. Ich fahre mal hin und unterhalte mich mit ihrem Mann. Prüfen Sie inzwischen nach, ob es nicht auch eine Madame Boursenac gibt. Er wohnte in Sanois. Hier, seine Papiere. Danke, Chef. Und wenn ich Madame Boursenac finde? Bringen Sie ja schonungsvoll bei, was passiert ist. Und versuchen Sie herauszubekommen, und zwar so genau wie möglich, was für ein Mann dieser Pierre Boursenac gewesen ist. Wir waren 5 Jahre verheiratet, Inspektor. Mein Mann war bei Kriegsende aus Aurillac nach Paris gekommen. Zuerst hat er bei seinem Vetter in einem Tabakladen gearbeitet, in der Avenue Rapp. Aber das hat ihm nicht zugesagt. Und da bot sich ihm die Gelegenheit, in den Iran zu gehen, mit einer Firma, einer Eisengießerei in der Nähe von Teheran. Da war er dann 4 Jahre, dann ist er nach Frankreich zurückgekommen und hat ein Unternehmen für Altmetallverwertung gegründet. Das ist recht gut gelaufen. Wir haben dann geheiratet und uns in Sanois niedergelassen. Inspektor, könnten Sie... Ich meine, ich möchte ihn noch mal sehen. Ja, es wird nicht leicht sein für Sie. Ich habe keine Angst. Ich hoffe nur, dass Sie den Mörder finden, damit er bekommt, was er verdient. Sie können uns vielleicht dabei helfen, Madame Boursenac. Erlauben Sie, dass ich Ihnen einige Fragen stelle. Was möchten Sie denn wissen? Ihr Mann ist vorige Nacht ermordet worden, als er die Villa eines gewissen Willi Schmidt in Marla-Coquette betrat. Haben Sie eine Ahnung, was er dagegen zu suchen hatte? Seine Mutter wohnt in Villetavrée. Er wollte sie gestern Abend besuchen, das sagte er mir jedenfalls, als er zum Mittagessen nach Hause kam. Und ist er dort gewesen? Sie können meine Schwiegermutter fragen. Ich habe sie heute Nacht selbst angerufen, als er um Mitternacht immer noch nicht zu Hause war. Sie hat mir bestätigt, dass er bis 11:30 bei ihr war. Besucht er sie oft? Ja, einmal in der Woche. Immer abends? Meistens. Wissen Sie, ob Ihr Mann mit Willi Schmidt in Verbindung stand? Er hat mir nie davon erzählt. Was wissen Sie über Caroline Bell? Diesen Namen höre ich zum ersten Mal. Hier, hier ist ihr Bild. Oh ja, das ist eine sehr hübsche Frau. Sieht aus wie eine Schauspielerin. Sie war auch eine, offenbar Anfängerin. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen eine derartige Frage stelle, aber halten Sie es für möglich, Ihr Mann könnte... Nein, nein. Pierre hat mich nie betrogen, nein. Wissen Sie, wir... waren noch sehr verliebt ineinander, genau wie in der ersten Zeit. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ihr Mann war sehr sportlich, nicht wahr? Oh ja, sein Beruf verlangte ja auch eine ziemlich robuste Gesundheit. Er war früher Rugbyspieler. Es war wirklich nicht gut, ihm auf die Zehen zu treten. Angenommen, er hörte in der Villa 2 Schüsse, als er im Wagen vorüberfuhr. Wäre sofort zur Hilfe geeilt? Möglich ist es schon. Ja, ich glaube, er hätte es getan. Sie sind also Arsène, der Diener von Monsieur Maupertis. Ja, aber Monsieur Maupertis ist nicht da, Herr Kommissar. Und Madame Maupertis dreht gerade einen Film in England, fürs Fernsehen.
Das Pseudonym von Madame Maupertuis ist doch Caroline Bell. Ja, allerdings. Dann muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Madame Maupertuis ist in der vergangenen Nacht ermordet worden. Sie ist ermordet worden? Ja, erschossen. Mit einem Revolver. Großer Gott. Drüben in England? Nein, nein. Hier in Frankreich. In Marne-la-Coquette. In der Villa des Modeschöpfers Willy Schmidt. Aber das ist unmöglich. Madame ist seit 8 Tagen in London und soll erst Mittwoch zurückkommen. Das ist ein Irrtum, Herr Kommissar. Hier ist Ihr Pass. Wir haben ihn in Ihrer Handtasche gefunden. Ja, was haben Sie denn? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Mir wird auf einmal schwindelig. Ja, dann setzen Sie sich doch. Ja, danke. Was für eine schreckliche Geschichte. Aber wissen Sie, Herr Kommissar, ich war schon immer überzeugt, dass das mal ein böses Ende nehmen würde. Wieso? Ja, seit 20 Jahren bin ich nun schon im Dienst beim Monsieur Maupertuis. Er ist ein krittlicher Herr, wissen Sie, ziemlich schroff. Aber seine Frau liebte er abgöttisch. Als er sie vor 2 Jahren mit 57 heiratete, ein Mädchen, das seine Tochter hätte sein können, da wusste ich gleich, das kann nicht gut gehen. Und es ist doch nicht gut gegangen? Doch, anscheinend, weil er immer eingelenkt hat. Aber wenn ein Mann wie Monsieur Maupertuis 2 Jahre lang immer nachgeht... Dann muss er eines Tages explodieren. Hm? Das habe ich die ganze Zeit über befürchtet. Sie sind also der Ansicht, Monsieur Maupertuis hat seine Frau umgebracht. Aber das habe ich mit keinem Wort gesagt. Nein? Ich wollte nur sagen, ich spürte, dass irgendein Unglück in der Luft lag. Heute Mittag, als Monsieur nicht nach Hause kam, da hatte ich das deutliche Gefühl, dass was geschehen war. Also bitte, bitte bringen Sie ein bisschen Ordnung in Ihre Gedanken, ja? Sie unterschieben Ihrem Herrn zwar nicht, seine Frau getötet zu haben, aber der tragische Tod seiner Frau überrascht Sie nicht besonders. Und als Monsieur Maupertuis heute nicht zum Essen kam, hatten Sie das deutliche Gefühl, dass etwas geschehen war. Heißt das nicht, beide Ereignisse miteinander in Verbindung bringen? Bitte, Herr Kommissar, ich fühle mich nicht sehr wohl. Sie haben mich da ganz durcheinander gebracht. Na gut, gut. Dann beantworten Sie mir die folgende einfache Frage. Wann haben Sie Monsieur Maupertuis zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, um 22:30. Ja, er hatte mir gesagt, er müsse noch mal fortgehen und wolle die Nacht in seiner Wohnung in der Avenue Mozart in Paris verbringen. Er hat noch eine Wohnung in der Avenue Mozart, außer dieser Villa hier in Paris? Ja, wenn er spätabends noch in Paris zu tun hat oder wenn er ausgeht, dann kommt er nicht nach Paris zurück. Und gestern Abend hatte er also beschlossen, auszugehen? Ja, er hatte erst vor, seine Frau in London zu treffen am Wochenende, aber sie hat ihm erklärt, das sei unmöglich. Das verstehe ich. Und Monsieur hat's eingesteckt, wie gewöhnlich. Um welche Zeit ist er gestern Abend fortgegangen? Sehr spät, gegen Mitternacht. Er hat sich nach dem Abendessen in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und sich noch einige Akten vorgenommen. Ich bin dann um 22:30 schlafen gegangen, wie üblich. Um 23:45 hat mich das Telefon geweckt. Und gleich darauf habe ich gehört, wie Monsieur das Haus verlassen hat. Ich habe lange gebraucht, um wieder einzuschlafen. Ich fühle mich jetzt noch wie zerschlagen. Und dann werde ich Sie jetzt in Ruhe lassen. Geben Sie mir noch die Hausnummer von der Wohnung in der Avenue Mozart. Ich wusste gar nicht, dass Sie Talent zum Einbrecher haben, Lancelot. Naja, an den Haupteingang hätte ich mich auch nicht dran gewagt. Aber Hintertüren haben im Allgemeinen nicht so widerspenstige Schlösser. Lehrsatz aus der Anfängerfibel für Einbrecher. So, offen. Darf ich als Erster reingehen? Maupertuis ist vielleicht zu Hause und bewaffnet. Aber er meldet sich nicht, wenn man läutet, und er meldet sich auch nicht am Telefon. Tod auf dem Gewissen hat, wird er keinen Wert darauf legen, etwas von sich hören oder sehen zu lassen. Also, dann vorwärts. Monsieur Maupertuis? Monsieur Maupertuis, hier ist die Polizei. Wir möchten in aller Ruhe mit Ihnen reden. Machen Sie keine Dummheiten. Monsieur Maupertuis? Monsieur Maupertuis? Lancelot, machen Sie Licht. Sofort, Chef.
er liegt. Er ist tot. Ja. Kopfschuss. 3 plus 1 macht 4. Ich würde sagen, 4 Leichen, die reichen für einen Sonntag. Nun, Ihre Ansicht, Lancelot? Tja, meiner Ansicht nach ist alles ziemlich klar, Chef. Die Kleine war in London und kam angereist, um bei diesem Schmidt im Marne la Coquette das Wochenende zu verbringen. Dem Ehemann ist das hinterbracht worden. Vielleicht von einem Privatdetektiv. Samstagabend, 11:45, hat sein Informant ihm den genauen Ort genannt, wo seine Frau sich befand. Er fuhr von Peru aus los, tauchte bei Schmidt auf und erschoss alle beide. Bursenac kam zu seinem Unglück im selben Augenblick dort vorbei. Er hörte die Schüsse, rannte in die Villa, prallte auf den amoklaufenden Maupertuis und wurde auf der Schwelle von ihm umgelegt. Dann hat Maupertuis sich in seine Wohnung Avenue Mozart verkrochen. Und als ihm bewusst wurde, was er angerichtet hatte, jagte er sich eine Kugel in den Kopf. Mit derselben Waffe, mit der er auch die drei anderen getötet hatte. Tja. Alles passt wunderbar zusammen. Der Zeitpunkt des Todes, den der Gerichtsmediziner in den 4 Fällen festgestellt hat. Die 4 Kugeln und die 4 Patronen, die im Magazin des Revolvers fehlten. Der Revolver selbst. Maupertuis hat ihn noch in der Hand und schließlich die Fingerabdrücke von Maupertuis auf der Eingangstür der Villa. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Sprechen Sie es ruhig aus. Offen gesagt, ist es meist schwierig genug, Licht in die Fälle zu bringen, die man uns aufhält. Wir wollen doch nicht kleinlich sein, wenn mal in einer Untersuchung von Anfang an alles klar zu sein scheint. Das erinnert mich an die Devise des unsterblichen Egisipe Simon. Wer ist denn das nun wieder? Ein Philosoph, erfunden vor dem letzten Krieg von einer Gruppe Humoristen aus reinem Jux. Seine großartige Devise lautet, das Dunkel verschwindet, wenn das Licht aufgeht. Aber was soll das heißen? Wenn die Dinge allzu klar sind, ist Misstrauen am Platze. Aber alle Faktoren, die wir haben, Chef, passen wunderbar zusammen. Sind Sie anderer Ansicht? Ja. Ich habe das unangenehme Gefühl, dass man versucht, mich ganz böse reinzulegen. Sie verlassen sich zu sehr auf Ihr Gefühl, Chef. Vielleicht. Aber ehrlich. In unserem Fall gibt es eine Reihe von Umständen, die meinen Sinn für Logik stören. Vor allem die Zeugenaussagen der Malerin von gegenüber und der anderen Nachbarn. Dass keiner von ihnen einen der 3 Schüsse gehört haben will. Um es genau zu sagen, der Mörder hat Schmidt und Caroline Bell im Innern der Villa erschossen. Aber Bursenac ist auf der Schwelle erschossen worden, in der offenen Tür. Und der Schuss ist laut Gutachten fast auf Armlänge abgefeuert worden. Meiner Ansicht nach hätte das in der ruhigen Allee einen gehörigen Krach machen müssen. Ist das nun mal? Niemand hat was gehört? Wenn eben nicht. Denn der arme Bursenac, der in seinem Wagen saß, der hat die beiden ersten Schüsse gehört, und zwar deutlich genug, um sofort anzuhalten und ins Haus zu stürzen. Ja, wir haben die Szene genau rekonstruiert und Sie haben dabei selber festgestellt, dass er die Schüsse gehört haben kann. Genau. Wir haben also auf der einen Seite einen Mann, der alles hört, und auf der anderen ein Dutzend Leute, die überhaupt nichts hören. Offenbar schlafen die Einwohner von Marne besonders tief, die gute Luft wahrscheinlich. Aber gute Luft ist doch ein guter Schallträger, Lancelot. Außerdem stört mich die Vorstellung, dass Maupertuis 3 Morde begeht, in die Avenue Mozart zurückfährt und sich stillschweigend eine Kugel in den Kopf jagt, ohne ein Wort der Erklärung zu hinterlassen. Stört Sie das wirklich? Maupertuis war zwar ein aktiver und cholerischer Mann, das stimmt. Die Zeugenaussagen seines Dieners, seiner Freunde bestätigen das. Aber er war auch ein Mann der Ordnung. Bis zur Manie. Und eifersüchtig bis zur Besessenheit. Und seine Frau war 35 Jahre jünger als er. Was vielleicht das Blutbad von Marne la Coquette erklärt, wie die Zeitungen diese Sache seit heute nennen. Aber nicht den, ich möchte fast sagen, anonymen Selbstmord in der Avenue Mozart. Nebenbei, auch dort hat kein Mensch einen Schuss gehört. Die Wohnung von Maupertuis ist nahezu schallig. Gewiss. Aber vergessen Sie nicht, dass wir auch noch nicht wissen, woher der Revolver stammt. Die Nachforschungen sind noch im Gange. Ich bezweifle, dass etwas dabei herauskommen wird. Wenn Sie mit dem, was wir haben, nicht zufrieden sind, Chef, wonach sollen wir denn noch suchen? Keine Ahnung, mein Lieber. Wie kann man nur so kleinlich sein? Sie wissen ja, meine schwache Seite. Also, wenn uns irgendetwas stört an diesem Fall, was ist das? Vielleicht etwas, was wir bisher kaum erwähnt haben. Der Telefonanruf, der Maupertuis veranlasst hat, von seinem Haus in Peru zu Schmidt zu sausen. Mhm. Dieser unbekannte Anruf hat jetzt 4 Tote auf dem Gewissen. Richtig.
Ich habe inzwischen nachforschen lassen, wo dieser Telefonanruf hergekommen ist. Aus der Telefonzelle der Pariser Metrostation Palais Royal. Es ist nicht gerade in der Nähe von Marne-la-Coquette. Der Informant von Maupertuis lag also nicht vor der Villa Schmidt auf der Lauer und hatte von Maupertuis auch nicht den Auftrag, Willi Schmidt und Caroline Bell in Flagranti zu ertappen. Das sieht vielmehr nach einem anonymen Anruf aus. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo uns das noch hinführen kann, aber ich lehne es ab, den Fall zu den Akten zu legen, solange wir diesen geheimnisvollen Anrufer nicht aufgespürt haben. Gut. Begeben wir uns also wieder auf die Suche. Um Sie ein wenig auf andere Gedanken zu bringen, sollten Sie sich mal die Vergangenheit von Maupertuis und seiner Frau etwas näher ansehen. Ich werde mich besonders mit dem Fall Boursenac befassen. Wenn es uns gelingt, eine Verbindung zwischen Maupertuis und Boursenac zu finden, lässt sich vielleicht auch das merkwürdige Zusammentreffen der beiden in der Villa Schmidt erklären. Je länger ich nämlich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass der Zufall hier schon das erlaubte Maß überschritten hat. Sie sind schon wieder bei der Arbeit, Madame Boursenac. Was bleibt mir denn anderes übrig, Herr Kommissar? Mein Bruder und ich müssen jetzt die Leitung der Firma übernehmen. Pierre hat kurz vor seinem Tod noch einen ausgedienten Frachter ersteigert. Das Schiff muss jetzt auseinandergeschweißt werden, wenn Sie wüssten, was das bedeutet. Naja, ich kann es mir denken. Wären Sie trotzdem bereit, mir noch ein paar Fragen zu beantworten? Ich habe doch Ihrem Kollegen alles gesagt, was ich ihm sagen konnte. Pierre ist tot und jeder weiß, wer ihn ermordet hat. Und der Täter hat Selbstmord begangen. Tja. Bei einem Mordfall muss man an alles Mögliche denken, bevor man sich ein endgültiges Urteil bildet. Haben Sie das noch nicht getan? Nein, noch nicht. Ich frage mich zum Beispiel, warum Ihr Mann auf dem Weg nach Hause über Marne-la-Coquette gefahren ist. Das ist nicht die direkte Strecke. Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, ob er irgendeinen Grund hatte, Willi Schmidt zu besuchen? Ich kenne diesen Schmidt gar nicht und Pierre hat ihn nie erwähnt. Hatte Ihr Mann vielleicht Bekannte, über die er nicht mit Ihnen sprach? Hatte er eventuell Geheimnisse vor Ihnen? Haben Sie nie daran gedacht, er könnte Sie betrügen? Jetzt fangen Sie auch so an. Was haben Sie denn bloß bei der Polizei? Immer die gleichen Fragen. Weil Sie eben von großer Wichtigkeit sind. Madame Boursenac, sind Sie sicher, dass es keine andere Frau im Leben Ihres Mannes gab? Pierre war 10 Jahre älter als ich. Als wir heirateten, hatte er schon eine Menge erlebt. Waren Sie eifersüchtig? Natürlich, Pierre war der einzige Mann in meinem Leben. Ja, ich war eifersüchtig, Sie haben recht. Vor 6 Monaten zum Beispiel habe ich bemerkt, dass Pierre 150.000 Francs von der Bank abgehoben hatte, ohne mir etwas davon zu sagen. Das ist eine enorme Summe. Und da habe ich mich doch tatsächlich gefragt, ob da nicht vielleicht eine andere Frau dahinter stecken könnte. Ein paar Tage danach bekam er einen Anruf. Er war in seinem Büro, ich kam gerade ins Nebenzimmer, ohne dass er mich hörte. Und er verabredete sich mit dem Anrufer, den er duzte. Außerdem sprach er sehr leise und das war schon sehr merkwürdig. Sind Sie zu dem vereinbarten Treffpunkt gegangen? Ja, es war ein Café am Boulevard Saint-Germain. Ich bin ganz vorsichtig hineingegangen. Und? Ich habe Pierre mit einem Mann an einem Tisch sitzen sehen. Er übergab ihm gerade seine Aktentasche und der andere zeigte ihm irgendwelche Papiere. Waren die 150.000 Francs in der Aktentasche? Das interessierte mich doch gar nicht mehr in diesem Augenblick. Ich schämte mich doch so, verstehen Sie nicht? Überlegen Sie mal. Ich war meinem Mann gefolgt, um ihn mit einer Freundin zu überraschen und sehe ihn plötzlich mit einem Kunden zusammensitzen und über Geschäfte reden. Wissen Sie genau, dass es sich um einen Kunden handelte? Aber das ist doch anzunehmen. Ich konnte die Papiere, die er ihm zeigte, zwar nicht genau sehen, aber ich glaube, es waren Pläne mit Zeichnungen. Baupläne wahrscheinlich. Kannten Sie diesen Kunden? Nein. Ich habe ihn auch nicht näher gesehen. Er hat mir außerdem den Rücken zugedreht. Dann habe ich mich davon geschlichen wie eine Diebin, aus Angst, Pierre könnte mich bemerken. Und das Geld? Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Vielleicht hat er es irgendwo investiert. Er hatte mich etwa um die gleiche Zeit beauftragt, Erkundigungen über eine Firma einzuholen, die in Spanien Wohnsiedlungen baut. Mhm. Und sie macht Reklame in den Zeitungen und nennt sich Interfinanz Immobilien AG. Ich glaube, Chef ist ein gewisser Benoit. Hat Ihr Mann Verbindung aufgenommen mit ihm? Das ist schon möglich. Ich habe ihm nur gesagt, was ich in Erfahrung gebracht hatte und später war nie mehr die Rede davon. Wissen Sie, Pierre war in geschäftlichen Dingen nie besonders mitteilsam. Ja.
Ihr Kollege, Herr Kommissar, ist schon seit heute Morgen hier. Er durchwühlt das ganze Haus. Eine peinliche Angelegenheit. Na, keine Angst, Arsène. Er hat einen Durchsuchungsbefehl. Unter uns, Sie haben einen guten Riecher gehabt. Ihre schwärzesten Ahnungen haben sich bestätigt, sind sogar noch übertroffen worden. Manches lässt sich eben leicht voraussehen, Herr Kommissar. Wenn ein wohlsituierter Mann wegen einer jungen Frau den Kopf verliert... Ja. Lassen Sie sich das eine Warnung sein. Bei mir besteht da keine Gefahr, Herr Kommissar. Das kann man nie sagen. Wo ist Inspektor Lancelot? Im Arbeitszimmer vom Monsieur Maupertis. Wenn Sie mir folgen wollen... Gern. Bitte, Herr Kommissar. Danke. Gut, dass Sie da sind, Chef. Ja, schon was gefunden? Oh, nichts Aufregendes. Maupertis war ein Mann der Ordnung, das bestätigt sie. Alles ist abgelegt, registriert. Aber für uns ist nichts davon interessant. Keinerlei Anhaltspunkte, dass Maupertis vor dem Mordfall etwas mit Willi Schmidt oder mit Bussenack zu tun gehabt hätte. Schade. Wir haben es also mit einem Ehrenmann zu tun, der das Opfer einer gewissen Torschlusspanik geworden ist, was? Tja, der Meinung bin ich ja. Wenn wir von dem Ehrenmann mal absehen. Wieso? Ich habe einen Blick in die Bücher seiner Import-Export-Gesellschaft geworfen. Sogar meine schwachen Kenntnisse im Handelsrecht lassen mich vermuten, dass Maupertis vor 10 Jahren sein Finanzamt kräftig bemogelt hat. Sieh einer an. Ja. Wenn ich mich nicht irre, hat er mehrere Jahre lang eine Reihe fiktiver Teilhaber deklariert, wodurch er ein paar Hunderttausend eingespart haben dürfte. Zu Lasten des Fiskus. Ist gar nicht so übel. Tja, er hat Glück gehabt, dass seine Bücher damals nicht überprüft worden sind. Später dann florierte sein Geschäft und er hat nichts Unrechtmäßiges mehr getan. Natürlich nur, soweit ich das beurteilen kann. Und sonst gibt's nichts zu berichten zum Kapitel Finanzen? Ja, da sind noch 300.000 Frauen, die er vor 6 Monaten von der Bank abgehoben hat. Ich habe allerdings nicht feststellen können, wo das Geld geblieben ist. Wie viel hat er abgehoben? 300.000. Ah. Na ja. Eine kleine Aufmerksamkeit vermutlich für Madame Maupertis alias Caroline Bell. Wenn wir bei den Pariser Juwelieren nachforschen, werden wir sicher bald Bescheid wissen. Das sollte mich wundern. Sehen Sie einen Mann wie Maupertis mit 300.000 Frauen in der Tasche herumlaufen, um ein Geschenk für seine Frau zu finden? Nein, nein, Lancelot. Aber vielleicht haben Sie gerade ein Glied der Kette entdeckt, die Maupertis, Schmidt und Bursenack auf irgendeine Art miteinander verbindet. Meinen Sie? Augenblick. Sie sagen doch, Maupertis war ein ordentlicher Mensch. Haben Sie außer der Buchhaltung noch andere Aufzeichnungen gefunden? Ja, seine Notizbücher. Die alten stehen in der Bibliothek, schön in Reihe und Glied. Man kann bis auf das Jahr 1954 zurückgreifen. Und für das laufende Jahr? Das Notizbuch hier noch auf seinem Schreibtisch. Sehen wir es uns doch mal an. Was suchen Sie denn da? Ja, warten Sie mit etwas Glück. Lancelot, schauen Sie mal her, was hier steht. IFAC Interfinanz Immobilien AG. Ja. Und? Vor 6 Monaten schrieb Monsieur Maupertis, der gerade 300.000 Francs von seinem Konto abgehoben hatte, in sein Notizbuch IFAC Interfinanz Immobilien AG. Zur gleichen Zeit interessierte sich Monsieur Bursenac, der sein Konto um 150.000 Francs erleichtert hatte, auch für diese Gesellschaft. Was sagen Sie nun? Ich habe das Gefühl, wir müssen noch mal von vorne anfangen. Und zwar so schnell wie möglich, alter Freund. Gehen Sie sofort zu Willi Schmidts Bank und fragen Sie, ob dort nicht per Zufall... Ja, ja, Schmidt vor 6 Monaten dasselbe getan hat. Richtig. Ich gehe inzwischen zu Monsieur Benoit, dem Geschäftsführer der IFAC, die preiswerte Bungalows in Spanien baut. Was ist das für eine unwahrscheinliche Geschichte, Herr Kommissar? Die IFAC hat nie etwas mit diesen Herren zu tun gehabt. Weder direkt noch indirekt. Weder mit Maupertis, noch mit Bursenac, noch mit Schmidt? Nie etwas von Ihnen gehört. Auch noch nie etwas von Ihnen gesehen, Monsieur Benoit. Hier sind Ihre Fotos. Nein, nie gesehen. Alle drei sind Opfer des Blutbads von Marne-la-Coquette. Ich bin sehr beschäftigt, wissen Sie, und zwar mit wichtigen Angelegenheiten. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, Monsieur Benoit. Das vierte Opfer ist die Schauspielerin Caroline Bell, Maupertis Ehefrau. Haben Sie die auch noch nie gesehen? Ich habe leider keine Zeit, ins Theater zu gehen. Auch Männer von Welt treffen Schauspielerinnen manchmal auch außerhalb des Theaters. Herr Kommissar, solche Bemerkungen sind vollkommen fehl am Platz und wenn Sie... Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie auch gleich die Scherereien, die ich Ihnen leider werde machen müssen. Was meinen Sie damit? Wir haben den Beweis, dass 2 der Opfer, wenn nicht 3, sich vor 6 Monaten für die IFAC interessiert haben. Alle haben zur gleichen Zeit größere Barbeträge von der Bank abgehoben, deren Verbleib wir nicht feststellen können. Na und?
Ich erkläre Ihnen noch einmal, dass ich diese Leute nie gesehen habe. Wenn Sie sich derart abweisend verhalten, zwingen Sie mich zu einer umständlichen Detektivarbeit. Das heißt, ich muss meine Nase überall da hineinstecken, wo ich mir Erfolg verspreche. Bitte, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Vielen Dank. Ah ja, noch etwas. Ich habe jemanden bei mir, den ich Ihnen gern vorstellen möchte. Wirklich, Herr Kommissar, ich habe keine Zeit Moment, mehr. Das geht ganz schnell. Bitte, Madame Burstenberg. Guten Tag. Das ist Monsieur Benoit, Präsident und Generaldirektor der IFAC. Guten Tag. Aber Sie kennen ihn vielleicht schon. Mein Mann hat mir zwar von dieser Gesellschaft erzählt, aber ich bin Monsieur Benoit noch nie begegnet. Nie? Sind Sie sicher? Absolut, mein Mann vielleicht. Nein. Monsieur Benoit versicherte mir, dass er Monsieur Burstenac nicht kannte. Sie kennen wahrscheinlich auch nicht Madame Burstenac, Monsieur Benoit. Nein, ich bedauere außerordentlich. Nichts, Lancelot. Eine Mauer. Ich habe alles versucht. Nichts. Er weiß nichts. Er hat keines der Opfer jemals gesehen. Ich habe seine Bücher prüfen lassen. Ich habe alle erdenklichen Erkundigungen über die IFAC eingeholt. Alles in Ordnung. Kein verdächtiger Geldeingang. Nirgends unerlaubte Geschäfte. Die Gesellschaft hat einen ausgezeichneten Ruf in Paris wie in Madrid. Und Burstenacs Witwe? Also entweder spielt sie meisterhaft Komödie oder sie ist Benoit tatsächlich noch nie begegnet. Das ist nicht zu glauben. Warum grinsen Sie? Das Rad dreht sich. Hm? Diesmal haben Sie nichts gefunden, aber ich. Wieso? Halten Sie sich fest. Was gibt's? Erstens, Willi Schmidt hat zur gleichen Zeit tatsächlich 150.000 Francs bei seiner Bank abgehoben. Und auch dieses Geld ist spurlos verschwunden. Wollen Sie mir etwa erzählen, dass Schmidt auch mit der IFAC in Verbindung stand? Die IFAC steht jedenfalls in seinem Adressbuch. Ich habe alle unsere Leute angesetzt und Sie haben bisher zwei interessante Dinge in der Vergangenheit von Burstenac und Maupertuis aufgespürt. Und zwar? Wie war der Name des IFAC-Direktors? Benoit, na und? Es gibt auch einen Benoit in der Vergangenheit von Burstenac. Seine Witwe hat mir neulich erzählt, dass ihr Mann mehrere Jahre im Iran gearbeitet hatte. Und unter dem Personal des Unternehmens, das ihn in Teheran beschäftigte, war auch ein Buchhalter mit Namen Benoit. Aber Benoit ist ein Allerweltsname wie Martin oder Durand oder... Gewiss. Aber wir wissen auch, dass Maupertuis vor 10 Jahren den Fiskus betrogen hat. So ein Manöver kann nicht klappen, ohne dass der Buchhalter mit dem Direktor unter einer Decke steckt. Und damals, vor 10 Jahren, hieß der Buchhalter von Maupertuis Benoit. Erraten. Und Sie nehmen an, es handelt sich um den gleichen Mann? Es ist der gleiche Mann, Chef. Benoit Roger, geboren in Paris im 14. Bezirk am 30. Juli 1925. Lancelot, die Sache bekommt eine pikante Note. Anmerkung. Benoit ist sehr elend aus dem Iran nach Frankreich zurückgekommen. Er hat sich irgendwann Krankheit geholt. Ich habe Ihnen auf alle Fälle ein Foto von ihm mitgebracht. Sehen Sie. Heute hatte ich doch erst vor mir. Oder jemanden, der ihm sehr ähnlich sieht. Er hieß allerdings mit Vornamen Marcel. Der Direktor der IFAC? Ja. Also tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie ihn sofort herholen. Wir werden ja sehen, ob er hier auch noch so hochnäsig ist wie in seinem Büro. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Wissen Sie, dass die iranische Polizei uns über Burstenac etwas recht Amüsantes mitgeteilt hat? Was denn? Dass er während seines Aufenthaltes in Teheran geheiratet hat. Auf völlig legale Art. Und dass er seine Frau da drüben hat sitzen lassen, als er wieder fortgegangen ist. Nein. Doch, Chef. Burstenac war Bigamist. Darüber gibt's gar keinen Zweifel. Ich habe keine Lust, Herr Kommissar, mich grundlos schikanieren zu lassen. Ich sage Ihnen gleich, ich habe meinen Anwalt angerufen, bevor ich mein Büro verließ, und wenn Sie sich erlauben sollten... Immer mit der Ruhe, Monsieur Benoit. Ich habe Ihnen bei meinem Besuch in Ihrem Büro 4 Fotos gezeigt. Hier sind sie noch einmal. Sagt Ihnen wirklich keines der Bilder etwas? Nein. Nun möchte ich Ihnen noch ein 5. Foto zeigen. Kennen Sie diesen Mann? Das ist mein Bruder. Ihr Bruder Roger? Ja. Ich hoffe, er ist nicht in diesen Mordfall in Marne la Coquette verwickelt. Würden Sie ihm das zutrauen? Erzählen Sie mir doch ein bisschen von Ihrem Bruder, Monsieur Benoit. Sagen Sie mir erst, wessen Sie ihn beschuldigen. Ich habe ihn im Verdacht, dass er bei dem Blutbad eine Rolle gespielt hat. Wohlgemerkt, ich spreche nicht von einer Hauptrolle. Was können Sie mir über Ihren Bruder sagen? Er ist ein intelligenter Bursche, aber unfähig, einen festen Platz in einer zivilisierten Gesellschaft einzunehmen. Mhm. Ist gelernter Buchhalter. Leider wechselt er seine Stellung ziemlich oft.
Ein paar Jahre hat er in Afrika gearbeitet und im Nahen Osten. Von dort ist er in sehr schlechtem Gesundheitszustand wieder nach Frankreich zurückgekehrt. Und jetzt besucht er mich ein, zweimal im Jahr. Gewöhnlich, um Geld von mir zu verlangen. Mhm. Große Summen? Nein. Er weiß, wie weit er gehen kann bei mir. Solange er vernünftig bleibt, beiße ich in den sauren Apfel. Das ist schließlich mein Bruder und mir graut vor einem Skandal. Tja. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Das war vor ungefähr... Warten Sie. Das war zu der Zeit, als wir den Plan für eine Bungalow-Siedlung bei Alicante herausbrachten. Vor 6 Monaten also. Dieses eine Mal übrigens hat er kein Geld von mir verlangt. Er erklärte mir, er hätte eine Stellung bei einem Weinhändler gefunden in Bordeaux. Er sah ganz glücklich und zufrieden aus. Er blieb 2 oder 3 Tage in Paris, um seinen Arzt aufzusuchen. Er bat mich nur, bei mir wohnen zu dürfen. Und diesen Wunsch konnte ich ihm natürlich nicht abschlagen. Sie haben ihn also ein paar Tage bei sich aufgenommen? Ja. Kommt es vor, dass Sie Unterlagen mit nach Hause nehmen, die Ihre Geschäfte in Spanien betreffen? Natürlich. Ich habe von allen wichtigen Akten der IFAC eine Kopie zu Hause. Wissen Sie, ich schlafe nicht besonders gut, daher arbeite ich manchmal nachts. Mhm. Vor 6 Monaten zum Beispiel hätte Ihr Bruder sich also über Ihr Alicante-Programm informieren können, während er bei Ihnen wohnte. Schon möglich. Aber ich sehe nicht, warum er das hätte tun sollen. Meine Geschäfte interessieren ihn nur so weit, als er indirekt davon profitiert, indem er mich jährlich um ein paar tausend Francs anpumpen kann. Haben Sie nachgeprüft, ob irgendein Dokument nach seinem Aufenthalt verschwunden war? Meine Güte, nein. Ich nehme an, Sie haben mein Fotokopiergerät, wie alle modernen Geschäftsleute. Natürlich. Übrigens, mein Bruder hat mich gefragt, ob er es benutzen dürfe. Ach, sehr interessant. Er wollte sich Duplikate von seinen Rezepten machen und auch von den Papieren, die er für seine Einstellung in Bordeaux brauchte. Eine letzte Frage, Monsieur Benoit. Sind Sie die einzige Person, von der Ihr Bruder Geld borgte, um leben zu können? Das weiß ich nicht. Wir haben nicht denselben Bekanntenkreis. Jedenfalls hat sich bei mir noch niemand über ihn beklagt. Ich danke Ihnen, Monsieur Benoit. Wissen Sie, wo Ihr Bruder im Augenblick sein könnte? Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr von ihm gehört, Herr Kommissar. Logischerweise müsste er sich in Bordeaux aufhalten. Selbstverständlich keine Spur von Roger Benoit. Weder in Bordeaux noch anderswo. Sehr ärgerlich, Lancelot. Aber ich habe mir das eigentlich schon halb gedacht. Ich bewundere Sie, Chef. Denn was mich betrifft, ich schwimme völlig. Sie? Aber. Wir wissen doch jetzt schon eine ganze Menge über Maupertuis, über seine Frau, über Schmidt, über Boussinac und Roger Benoit. Aber welche Verbindung besteht zwischen all diesen Menschen? Und was hat Marcel Benoit und die IFAC mit ihnen zu tun? Um hier klar zu sehen, Lancelot, müssen Sie schon ein bisschen Ihre Fantasie bemühen. Betrachten wir mal die Dinge in der Reihenfolge, wie sie sich uns erschlossen haben. Das heißt, vom Ende her. Wie könnte sich der Massenmord in Marne-la-Coquette abgespielt haben, Ihrer Ansicht nach, wenn wir eine fünfte Person in die Tragödie einführen? Eine fünfte Person? Ja, einen Mörder. Den Mörder. Aber wir haben ihn doch, das ist doch Maupertuis. Der Meinung bin ich nicht. Den wahren Täter, den haben Sie selbst von Anfang an richtig erkannt, durch. Es ist der Mann, der Maupertuis am Samstagabend angerufen und ihm mitgeteilt hat, seine Frau sei gerade bei ihrem Liebhaber Willi Schmidt in Marne-la-Coquette. Dieser Mann hat die 4 Toten auf dem Gewissen. Er ist indirekt der Schuldige? Nein, im Gegenteil. Direkt. Denn so wie ich es sehe, ist er von der Telefonzelle aus direkt zu Willi Schmidt gefahren und hat ihn abgeknallt. Ebenso Caroline Bell. Dann hat er sich irgendwo versteckt und auf Maupertuis gewartet, der kurz darauf angebraust kam. Maupertuis ist doch in der Avenue Mozart gestorben und nicht bei Schmidt. Ich meine Folgendes. Der Mörder hat ihn zuerst zu Schmidt gelockt. Aber nicht, um ihn zu ermorden, sondern nur, damit man einen Beweis dafür findet, dass er in der Villa gewesen ist. Und das ist ihm auch gelungen. Wir haben Maupertuis Fingerabdrücke an der Eingangstür gefunden. Und Boussinac? Boussinac fuhr nicht nur zum Vergnügen um Mitternacht durch Marne-la-Coquette auf dem Weg nach Hause, sondern weil der Mörder sich auch mit ihm bei Schmidt verabredet hatte. Und zu welchem Zweck? Darauf komme ich gleich. Boussinac taucht also an der Tür der Villa auf. Der Mörder empfängt ihn liebenswürdig. Boussinac macht einen Schritt ins Haus und der andere schießt ihn nieder. Er ist sofort tot. Das ist der 3. Schuss, den niemand gehört hat, ebenso wenig wie die beiden ersten Schüsse. Denn wozu gibt es schließlich Schalldämpfer? Und Maupertuis? Maupertuis ist schon vorher gekommen und hat Boussinac überhaupt nicht zu sehen bekommen. Er hat die Leichen von Schmidt und seiner Frau entdeckt und sofort erfasst, dass er in eine abscheuliche Falle geraten war.
Entsetzt ist er geflüchtet in seine Wohnung in die Avenue Mozart. Und warum hat er nicht gleich die Polizei benachrichtigt? Warten Sie ab. Also, er fährt nach Hause, weil er mit jemandem um 2 Uhr morgens eine Verabredung hat. Eine Verabredung, die noch vor der Tragödie getroffen worden war. Vergessen Sie nicht, er hatte seinen Diener, den treuen Arsène, informiert, dass er nicht in Perreux schlafen werde. Aber kehren wir zu Schmidt zurück. Boursenac liegt tot auf der Schwelle. Der Mörder verlässt jetzt die Villa. Er steigt in den Wagen von Boursenac und parkt ihn ungeschickt vor dem Haus mit eingeschaltetem Licht. Deshalb dachten wir erst, Boursenac wäre zu Hilfe geeilt, nachdem er die beiden Schüsse gehört hat. Der Mörder, von dem Sie sprechen, hat entschieden Organisationstalent. Ja, das ist ein guter Rechner. So eine Frage des Berufs. Die Inszenierung ist beendet. Er begibt sich jetzt zu Maupertis, aber in Mozart, und schießt ihm aus nächster Nähe eine Kugel in den Kopf. Ohne den Schalldämpfer diesmal. Es soll wie Selbstmörder sein. Und Maupertis macht seinem Mörder freiwillig die Tür auf? Lässt ihn in aller Ruhe Platz nehmen und sich von ihm den tödlichen Schuss verpassen? Ja, er hat einen triftigen Grund, ihn vorzulassen. Er ist nämlich mit ihm verabredet und sein Besucher bringt ihm schöne Runde 300.000 Francs plus Zinsen. Verstehen Sie jetzt, warum Maupertis nicht darauf erpicht war, die Polizei zu alarmieren? Wenn man an einem Sonntag in ein solches Wespennest sticht, ist es nicht schlecht, 300.000 Francs auf der Hand zu haben, bevor man eine... Ehrlich, Chef, die Geschichte ist der Devise von Egésip Simon würdig. Ja, Sie haben recht. Das Dunkel verschwindet, wenn das Licht aufgeht. Trotzdem. Ich tappe noch völlig im Dunkeln, was den Mörder angeht. Wir scheinen nicht auf der gleichen Wellenlänge zu liegen. Meinen Sie etwa, der Mörder ist Roger Benoit? Ja. Ja. Meine Ansicht ist folgende, Lancelot. Roger Benoit hat sich vor einem halben Jahr 300.000 Francs bei Maupertis geborgt. Dazu 150.000 Francs von Boursenac und ebenso viel von Schmidt. Schmidt hat er mitgeteilt, er werde sich Samstagabend bei ihm mit dem Geld einfinden. Mit Boursenac hat er sich ein wenig später bei Schmidt verabredet, aus dem gleichen Grund. Und Maupertis hat angekündigt, er werde ihm sein Geld in die Avenue Mozart bringen um 2 Uhr morgens. Inzwischen schickt er ihn aber aus einem ganz anderen Grund zu Schmidt. Wegen Caroline Bell? Ja. Wahrscheinlich war es die Liebschaft zwischen dem armen Mädchen und Schmidt, die Roger Benoit auf die Idee zu seinem teuflischen Anschlag gebracht hat. Er wollte sich bei Schmidt und Maupertis Geld leihen. Und eines schönen Tages hat er entdeckt, dass Maupertis einen plausiblen Grund haben könnte, Schmidt umzubringen. Sein Regiebuch war also fix und fertig. Er brauchte es nur noch in Szene zu setzen. Roger Benoit. Aber wie zum Teufel hat er es bloß geschafft, sich solche Summen zu borgen? Tja. Er kannte die dunklen Punkte in der Vergangenheit von Boursenac, dem Bigamisten, und von Maupertis, dem Betrüger. Er wusste bestimmt auch etwas Interessantes über Schmidt, den Modekünstler mit Pfiff. Also Erpressung? No, nicht unbedingt. Ich nehme an, sein Bruder sagt die Wahrheit, wenn er ihn als einen kleinen Schnorrer bezeichnet, der sich jahrelang mit ein paar hier und dort zusammengestoppelten Scheinen begnügt hat. Einen stämmigen Vollblüter wie Boursenac oder einen Choleriker wie Maupertis oder einen dynamischen Burschen wie Schmidt zu erpressen, das ist nicht ohne Risiko für einen Amateur. Aber von ihnen Geld auf 6 Monate zu borgen, zu einem wucherischen Zins, weil er angeblich eine einzigartige Immobilientransaktion in der Gegend von Alicante durchführt, das ist relativ ungefährlich, meine ich. Und hier spielt also die IFAG mit hinein? Ja, hier. Roger Benoit hat die Baupläne der IFAG für Alicante fotokopiert, während er bei seinem Bruder Marcel wohnte. Er hat diese Dokumente benutzt, um damit seine 3 Opfer zu ködern. Boursenacs Witwe hat die letzte Unterredung ihres Mannes mit Benoit im Café am Boulevard Saint-Germain beobachtet. Boursenac brachte Roger Benoit das Geld und dieser zeigte ihm die Pläne der IFAG. Das war nicht Erpressung, Lancelot. Es war nur Betrug. Aber im Bewusstsein ihrer durchaus nicht weißen Weste haben die 3 Geldgeber mitgemacht, ohne allzu genau hinzusehen und ohne etwas Schriftliches von Benoit über den abgeschlossenen Handel zu verlangen. Benoit vermochte sie sogar zu überzeugen, dass sie dabei ein großartiges Geschäft machten. Schließlich waren Maupertis und Boursenac keine Anfänger mehr. Eben. Haben diese Leute denn nicht befürchtet, Roger Benoit könne mit ihrem Geld durchbrennen bis ans Ende der Welt? Oh. Und warum hat er es nicht getan? Er hatte doch seine Opfer fest in der Hand. Warum ging er dann noch das ungeheure Risiko ein, sie zu beseitigen? Wer von den 3 hätte schon Jagd auf ihn gemacht, um ihn in Lima oder Honolulu wieder einzufangen? Keine. Sie haben recht. Nur, Benoit hatte keine Lust mehr, seine Heimat noch einmal zu verlassen. Überlegen Sie doch. Benoit ist viel umhergereist und sein Gesundheitszustand denkbar schlecht. Ein Mann reif für den Ruhestand. Große Reisen sind nicht mehr für ihn.
Er hielt sich sicher irgendwo in Paris auf, wo ihm seine Opfer sehr peinliche Besuche hätten machen können. Und meines Erachtens ist er immer noch hier, eifrig damit beschäftigt, für sich die 600.000 Francs arbeiten zu lassen, die keiner mehr von ihm zurückverlangen kann. Brauchen ihn ja nur verhaften zu lassen. Tja, ich fürchte, das wird nicht so einfach sein. Trotz all unserer Vorsichtsmaßnahmen lassen die Zeitungen durchblicken, dass der Fall Marne-la-Coquette noch nicht abgeschlossen ist. Also wenn Roger Benoit wirklich der Täter ist, beobachtet er uns ganz genau. Sobald die Sache brenzlig wird für ihn, wischt er uns durch die Finger, selbst auf das Risiko hin, seine Gesundheit zu ruinieren. Vergessen wir nicht, dass er es sich leisten kann, überall zu leben. Anstatt zu ihm zu gehen, möchte ich ihn lieber zwingen, zu uns zu kommen. Sie von den Fuchs aus seinem Bau locken? Genau. Und wie? Durch einen etwas gewagten Trick. Was führt Sie zu mir, Madame Boursenac? Diese Geschichte in der Morgenzeitung. Es heißt, dass Sie den Mordfall in Marne-la-Coquette wieder aufgenommen haben. Herr Kommissar, Sie glauben anscheinend nicht mehr, dass es Maupertuis gewesen ist, der meinen Mann und die beiden anderen erschossen hat. Ganz recht. Aber warum so ärgerlich? Weil die Zeitungen auch schreiben, ich hätte Ihnen die Augen geöffnet. Ich wäre in der Lage, den Mann, den Sie verdächtigen, zu identifizieren. Ich hätte ihn mit meinem Mann am Tisch sitzen sehen, als er vor 6 Monaten im Café das Geld von ihm bekam. Finden Sie nicht, dass Sie damit zu weit gehen? Die Journalisten müssen meine Worte falsch aufgefasst haben. Sie wollten wissen, wie weit wir sind mit dem Fall Marne-la-Coquette. Ich habe Ihnen erklärt, er sei noch nicht abgeschlossen. Ich habe vielleicht auch flüchtig die Begegnung Ihres Mannes mit jenem geheimnisvollen Unbekannten erwähnt, von der Sie mir erzählt haben. Aber ich kann ihn doch nicht wiedererkennen, das habe ich Ihnen gleich gesagt. Ich bedauere sehr, dass da einiges wahrscheinlich durcheinander geraten ist. Jedenfalls ist das alles sehr fatal. Ich bitte Sie, morgen eine Richtigstellung veröffentlichen zu lassen. Sonst werde ich es den Zeitungen persönlich sagen, das garantiere ich Ihnen. Bitte, bitte, bitte regen Sie sich nicht auf, Madame Boursenac. Solche Irrtümer können schon mal vorkommen. Ich verspreche Ihnen, sofort das Notwendige in die Wege zu leiten. Guten Abend. Sie wünschen... Madame Boursenac? Ja? Ich bin ein Freund von Pierre. Mein Name ist Louis Chancelat. Vielleicht hat er Ihnen von mir erzählt? Nicht, dass ich wüsste. Was wollen Sie? Ja, Pierre hat mir vor 6 Monaten eine recht beträchtliche Summe geborgt, die ich ihm in diesen Tagen zurückgeben wollte. Aber nun habe ich aus den Zeitungen erfahren, wie tragisch er ums Leben gekommen ist. Und heute steht nun in der Zeitung, dass der Fall von Marne-la-Coquette noch nicht abgeschlossen ist. Es wird ein Mann gesucht, den Sie selbst mit Pierre in einem Café auf dem Boulevard Saint-Germain gesehen haben wollen, als Pierre ihm Geld gab. Das ist doch ein Irrtum der Polizei. Oder der Zeitung. Ich habe nur ausgesagt, ich hätte Pierre mit einem mir unbekannten Mann flüchtig in dem Café gesehen. Ja, es heißt, Sie wären imstande, diesen Mann wiederzuerkennen. Aber nein, ich habe ihn kaum ein paar Sekunden gesehen und er drehte mir außerdem den Rücken zu. Sie erkennen mich also nicht wieder? Sie waren das? Ja. Ganz recht. Pierre hatte mir gerade 150.000 Francs ausgehändigt, worauf ich ihm die Pläne der Werkstatt zeigte, die ich mit dem Geld errichten wollte. Ich bringe Ihnen, was ich ihm schuldig bin. Das Geld ist hier in der Aktentasche. Oh, ich danke Ihnen, aber kommen Sie doch bitte rein. Ja, danke. Sie haben ein hübsches Haus hier. Ein herrlicher Garten. So schön ruhig hier. Wir sind erst vor 3 Monaten hier eingezogen. Aber jetzt, da ich allein bin, werde ich es natürlich verkaufen. Es ist zu groß für mich. Ja, ich verstehe. Ach, wollen Sie sich bitte überzeugen, dass die Summe stimmt? Natürlich, ja. Ich möchte Sie außerdem bitten, mich zur Polizei zu begleiten. Da ich nichts zu verbergen habe, liegt mir sehr daran, Klarheit zu schaffen, und zwar in Ihrer Gegenwart. Könnten wir zum Beispiel morgen früh gehen? Ja, wenn Sie wollen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie darum bitte, aber Sie müssen meine Situation verstehen. Ich bin gerade dabei, einen Betrieb zu gründen. Ich arbeite nämlich mit wenig Mitteln und die Geschäfte sind sehr schwer in der ersten Zeit. Ich kann mir nicht erlauben, Scherereien mit der Polizei zu bekommen. Ja, das ist doch verständlich. Mhm. Ich habe nachgezählt, die Summe stimmt. Ich danke Ihnen sehr. Darf ich Sie morgen früh um 9 abholen? Ja? Gut, ja. Kann ich Ihnen irgendetwas zu trinken anbieten?
Ach, ich möchte Sie nicht länger stören. Aber nein. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ja. Ich würde mich so sehr freuen, wenn Sie mir ein bisschen von Pierre erzählten. Wissen Sie, ich habe immer noch nicht kapiert, dass er nicht mehr da ist. Es ist einfach unvorstellbar. Ach, er war ein großartiger Mensch. Ein wirklicher Freund, wissen Sie. Was möchten Sie, einen Whisky? Ja, gern. Aber nur unter der Bedingung, dass ich nicht allein trinke. Ach, nein, nein, ich trinke auch einen Schluck. Kannten Sie Pierre schon lange? Ja, ich hatte ihn in Teheran kennengelernt. Ach, Sie waren auch dort unten? Ja, ich war Buchhalter. In der gleichen Firma wie er. Merkwürdig. Ich habe ihm so oft gesagt, es würde mir Spaß machen, mal die Ferien im Iran zu verbringen, aber er hatte absolut keine Lust, dorthin zurückzugehen. Ich hole ihn nur schnell Eis und Soda. Ach, wissen Sie, Pierre war ein harter Arbeiter. Der ist nicht viel herumgekommen, solange wir dort unten waren. Ich hatte viel mehr Freiheit als er. Ich konnte mal hierhin, mal dorthin fahren. Aber er rührte sich einfach nicht vom Fleck. Auch Sie werden sich jetzt nicht vom Fleck rühren, Benoit. Aber was soll denn das heißen? Keine Bewegung. Der Revolver ist kein Spielzeug. Und ich bin ein guter Schütze. Lancelot, nehmen Sie vorsichtig das Glas Whisky an sich, das für Madame Boursenac bestimmt war. Sofort schon. Herr Kommissar, wie kommen Sie hier rein? Durch die offene Terrassentür. Entschuldigen Sie, Madame Boursenac. Wir haben eine ganze Weile Wache gehalten in der Nähe Ihres Hauses. Als dieser Herr hineinging, haben wir uns draußen im Garten versteckt, neben der Terrasse. Kaum hatten Sie den Raum verlassen, um Eis zu holen, als auch schon etwas in Ihren Whisky tat. War es ja dumm von Ihnen, Benoit. Riechen Sie mal den Whisky, Chef. Tja, Madame Boursenac, wenn Sie diese Mischung getrunken hätten, wären Sie nicht mehr imstande gewesen, morgen bei uns vorzusprechen. Später übrigens auch nicht. Und ich bezweifle, dass Monsieur Benoit ganz allein gekommen wäre. Benoit, er hat mir doch gesagt, er heiße... Ja, ja. Ich glaube ihm gern, dass er sich einen neuen Namen zugelegt hat. Aber sobald er den Bart und die Brille abgenommen hat, werden wir in ihm leicht Roger Benoit wiedererkennen. Geboren in Paris im 14. Bezirk am 30. Juli 1925. Sind wir uns einig? Also, Herr Kommissar, mal im Ernst. Wessen beschuldigen Sie mich? Dieses Glas Whisky allein genügt schon, Benoit. Es ist der Beweis, dass Sie Madame Boursenac heute Abend ermorden wollten. Weil Sie der Mörder Ihres Mannes waren und Angst hatten, sie würde gegen Sie aussagen. Ist das alles? Ah, nein, 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 nein. Da ist noch der Mord an Willy Schmidt, an Caroline Bell und an Maupertis. Was? Alle diese Morde? Ja, ja. Hat dieser Mann hier begangen und kein anderer. Aber das ist doch nicht möglich. Warum sollte er es denn auf mich abgesehen haben? Ich kenne ihn doch gar nicht. Ich wäre doch überhaupt nicht imstande gewesen, gegen ihn auszusagen. Er hatte anscheinend seine Zweifel. Und im Zweifelsfall hat dieser Herr keine Hemmung und er räumt auf. Er dachte, er hätte das perfekte Verbrechen begangen. Gleich viermal hintereinander. Die Lektüre der heutigen Morgenzeitungen hat ihm dann eine große Enttäuschung bereitet, denn aus diesen Blättern erfuhr er von der Existenz eines Zeugen, der alles in Frage zu stellen drohte. Also hat er beschlossen, diesen Zeugen zu beseitigen. Der Fuchs ist aus dem Bau gekommen. Und nun haben wir ihn gefangen. Gehen Sie voran, Benoit. Was, Sie wollen mich verhaften? Allerdings, im Namen des Gesetzes. Aber das können Sie mit mir nicht machen. Chef, führen Sie den Mann ab. Sie hörten das Kriminalhörspiel Das Blutbad von Marne la Coquette von Jean Châtenay aus dem Französischen von Maria Frey. Die Rollen und ihre Darstellung.